Ja, da oben geht ein Tower Down. Gehört zum Spiel dazu, Leute, dass man Tower Down geht. Niemals. LOL, dass der mich immer noch tot kriegt, ey. Ich verstehe das nicht. Absolutely low life und dann holt er mich noch. Verbündeter wurde getötet. Ich wollte mir die Klinge holen, Bluttester. Obwohl. Ja doch, wir holen jetzt den Bluttester. Klangschwert hatten wir schon. So, dann sind wir gleich wieder respawned. Ich kann noch was aufs Angriffstempo draufpacken. Mal gucken, was da noch so geht. Angriffsschaden. Angriffstempo. Wir packen da nochmal so eine Stachel drauf. Ein Beschwörer hat das Spiel verlassen. Katalan, das Spiel verlassen. Ich glaube, das war mein Gegner. Ah, Pantheon pinkt hier in der Mitte, dann gehe ich da mal hin. Ah, nein. Nein. Der ist Jungle gelaufen. Holt ihn euch. Ich liebe eine gute Verfolgungsjagd. Macht ihn kaputt. Also ich bin ja dafür, dass wir die Mitte pushen. Ey, das war mein Kill. Freunde, so haben wir nicht gewettet. Boah, Garen kommt von oben. Müssen aufpassen, Garen ist da. Mach doch mal den Garen down. Ach Leute. Was will denn erzählen? Garen hätte tot sein müssen. So, und jetzt den verdusseligten Tower hier down machen. Komm schon. Du musst jetzt sterben gehen. Nice one. Mal gucken, ob sie surrendern. Bin ich mal gespannt. Ach, der Kenny hier. Komm schon, Kenny. Garen. Am Sterben, Mäuschen. Wow. Nein! Ah, ich wollte schneller das Fangnetz auswerfen. Und dann schleudert die Caitlyn immer so ein Stück zurück. Ich weglaufen bin. Egal. Nicht schlimm. Aber ich denke mal, die Runde geht auf jeden Fall an uns. Vielleicht haben wir Glück, diese Rennen gleich. Mal gucken. Bin mal gespannt. So, jetzt habe ich natürlich eine relativ lange Respawn-Zeit. Noch 10-mal, noch 9-mal sterben. Mich schon 45 Sekunden oder so, ich habe mich eben nicht aufgepasst. 45 Sekunden glaube ich schon warten mittlerweile. Dass ich respawnen kann, das ist echt heavy, ey. Naja. Das hat so LOL dazu. Und da wird ein gegnerischer Garen sterben gehen. Mal gucken, ob der Kenny auch mitgeht. Na, sieht so aus. So. Jetzt kann ich endlich auch wieder mitmischen. Ich bin dafür, dass sie hier schön in die Base rein pushen. In der Mitte, das ist doch völlig okay. So. Ich würde auch mal sagen, die Partie, die sieht doch echt mal nach Gewinnen aus. Müssen wir nur aufpassen, dass wir hier in der Base nicht sterben, dass sie nicht in unsere Base gehen. Was ist denn mit unserem Panther nicht mit unserem Blitzcrank los? Hat der doch eine Magiekugel um sich. Aha. Bin ich etwas schneller als mein Schatten? So, mach den Garen mal down. Der ist jetzt ziemlich stark geworden. Mach ihn doch down. Den Garen! Auf den Garen! Fokus den Garen! Oh Leute! Nee! Ach komm! Lebt da noch einer in der Base?
Nein. Alle down. Der Blitzcrank wird auch sterben. So, wer kommt da zurück? Ah. Was macht denn der Kollege hier unten eigentlich? Der Dragonell? Chillt der da vor sich hin? Da ich natürlich wieder 40 Sekunden ich warten muss, bis ich respawned bin. Dann kann ich in der Zeit mal nach Schuhe gucken. Neue Boots holen vielleicht. Ah, zurück. Ein paar neue Boots. Plus 7 Lauftempo, das ist doch mal geil. Phantomtänzer. Naturgewalt. Kenne ich gar nicht. Merkurschuhe, Laufgeschwindigkeit 2. Ah, die Stiefel der Wendigkeit, das passt schon, das nur, oder? Okay. Terminiert. Ich habe das Werkzeug für den Job. Wir holen uns vielleicht noch ein bisschen Fähigkeitsstärke gleich. Mal schauen. So, das Blitzcrank, wo ist Pantheon? Lebt unser Pantheon? Ja, lebt. Okay. Scheinbar kissen die gerade unten in Checks ein. Man muss doch mal dran denken, dass die Vasallen auch mit durch müssen. Alter, hilft mir auch nicht mal, das gibt's doch nicht. Hätte er den anderen in Ruhe gelassen, hätten wir den Checks holen können. Aber so nett, jetzt kann ich schon wieder warten. Ist es denn wahr? Das ist heute nicht mein Tag, ich sehe das schon. Lebensraub. Ich glaube, ich habe das Entermesser geholt. So, und jetzt holen wir uns den hier. Wir verkaufen jetzt mal das hier. 3600 kostet der, da müssen wir noch ein bisschen sparen. 700 Gold noch, dann hole ich mir den. Das Item. Ey, kommt schon, Leute. Wenn wir das Spiel jetzt noch verlieren und noch aus der Hand geben, dann werde ich wahnsinnig. Ey. Nice. Das war nice. Ups. Cool. Also wenn so wie es jetzt aussieht, kann man an Nexus gehen. Was mich vor unserem Pantheon hin ist, der sucht da oben im Dschungel jemand. Hat irgendeinen Champ verfolgt. Nice. Erstmal die Teile down machen. Oh, ich glaube, sie surrendern. Sieht nach surrendern aus. Ja, sie surrendern. 3 zu 1. Oh, das war auf jeden Fall mal eine nice Round. Die war richtig, richtig, richtig gut. Das ist doch ein guter Start in den Tag, ich finde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, falls ihr Interesse habt an Together-Projekten, was League of Legends angeht, dann könnt ihr euch gerne mal unseren Gemeinschaftskanal angucken von der Kutscher und mir. Da ist der Kutscher Feed Manuel P. Den Link werde ich mal in den Kanalbox stellen. Vielleicht schaut ihr da auch mal rein. Da spielen wir dann auch mit Freunden zusammen oder manchmal wir beide auch nur alleine. Es werden auch noch andere Spiele dann da noch folgen, außer LOL. Gut, das war's dann für heute. Ich denke mal, morgen, übermorgen werde ich Level 17 dann erreicht haben. Mir fehlen nicht mehr so viele Punkte. Ich schätze mal, so 2-3 Games noch, dann bin ich Level 17, dann gibt's eine neue Runde dann von mir. Einzel-LP auf meinem Kanal und dann werde ich mal einen neuen Champ ausprobieren. Habe ich euch versprochen, damit ich nicht immer Ashe oder Kesslin oder Garen nehme. Ich werde mir nachher mal ein paar Champs kaufen oder wenn nicht, dann kann ich auch mal ein Free-to-Play versuchen, mal einen neuen Char dann einfach mal spielen. Ja, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, es macht euch Spaß, mir zuzugucken und ihr schaut weiterhin so fleißig zu und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.